100 Milliarden. Klingt ja erstmal viel. Habt ihr eine Ahnung, was ein Eurofighter kostet? 80 Millionen oder mehr? Habt ihr eine Ahnung, wie viel so ein Riesenschlachtschiff kostet? Und jetzt mal alle, das ist Metall. Metall kann sinken und Metall kann abstürzen. Und was glaubt ihr, wenn jemand auf einen Knopf drückt und da eine Bombe zündet, die so die 1000-mal mehr Sprengkraft hat als die Hiroshima-Bombe? Was glaubt ihr, was eure Flugzeuge dann machen? Oder eure Boote? Die werden zerfetzt. Also spielt nicht mit dem Feuer, sondern kämpft für Frieden und forciert es nicht. Und kaum haben sie die Macht, treiben sie Kriegs voran. Wie geht denn das? Kaum haben sie die Macht, vorher hieß es, alle Atomkraftwerke aussteigen. Jetzt heißt es auf immer, müssen wir weitermachen. Was ist denn das für eine Scheiße? Vorher haben sie gesagt, nein, wir sind dagegen. Jetzt sind sie auf einmal dafür. Was ist das denn für eine heuchlerische Doppelmoral? Und das finde ich traurig, weil, wisst ihr, Politiker sind Angestellte der Bürger. Sie arbeiten für uns, wir bezahlen sie. Sie kassieren immer. Sie erhöhen sich die Diäten, während andere ihre Existenzen verloren haben. Sie reden von Opfer, aber bringen keine? Wir bringen die Opfer. Benzinpreise steigen, die wissen nicht mal, was ein Liter Benzin kostet. Gas wird steigen, Menschen können nicht mehr heizen, Kinder werden frieren, alte Menschen werden frieren, die frieren nicht. Die kassieren weiter, erhöhen sich die Diäten. Und wenn Politiker 20, 30, 40.000 Euro im Monat verdienen, aber Bürger in unserem Land hungern, dann haben diese Menschen nicht das Recht, dieses Land zu führen. Menschen, die noch nicht mal wissen, was ein Liter Milch kostet. Die noch teilweise noch nie gearbeitet haben. Noch nie was bewegt haben. Die vom Studium direkt dahin fallen. Die wollen uns was darüber sagen. Teilweise welche, die ihre Lebensläufe gefälscht haben. Die Doktortitel erlogen haben, ja? Aber mich kritisieren wegen meiner Vergangenheit? Liebe Politik, wenn ihr mit dem Finger auf andere zeigt, zeigen drei Finger und besonders der Mittelfinger auf euch selbst. Die waren schon vorher nicht gut, aber jetzt haben wir wirklich eine sehr, sehr, sehr traurige, beschämende Regierung. Diese Pandemie hat dafür gesorgt, dass wir 400% mehr Suizide bei Kindern haben. Vor der Pandemie habe ich davor gewarnt, auch andere, dass diese Pandemie, wenn wir die Kinder in die Lockdowns schicken, der Missbrauch und die Gewalt gegen Kinder steigt und das Mobbing steigt. Die Politik hat wie immer die Schnauze gehalten und weggesehen. Und jetzt sind die Zahlen ja rausgekommen. Wir haben 56% mehr Kinderpornografie. Wir haben über 10% mehr Gewalt gegen Kindern gehabt. Wir haben über 7% mehr Missbrauch gehabt. Und wir haben eine Zunahme von 400% der Suizidversuche bei Kindern gehabt. Während der Lockdowns. Und was macht die zuständige Polizei? Was macht der Talkmaster Laberbach? Er verharmlost es. Seine Zahlen, die müssen beachtet werden. Aber die Zahlen verharmlost er, versucht er zu relativieren. Sind ja nicht nur die Kinder, sind ja auch die alten Menschen, die extrem gelitten haben. Die, die unser Land aufgebaut haben, die im Stich gelassen werden, die teilweise Flaschenpfand sammeln müssen, wo andere nicht wissen, wohin mit der Kohle. Ist das gerecht? Viele ihre verlierenden Existenzen haben nichts mehr. Familien sind zerstört worden. Und die erhöhen sich um 3,5%. Diäten, sind die bekloppt? Und das ist so was man hätte machen müssen als Politiker, als die ganze Scheiße losging mit der Pandemie und wie es immer härter würde, hätte man als Politiker sagen müssen, wisst ihr was, wir verzichten mal auf 25% unserer Diäten und lassen die in den Fonds einfließen, der wieder zurückfließt an die Bürger. Das hätte man machen müssen. Ach nee, dafür bräuchte man Charakter. In der Krise beweist sich der Charakter. Das hat ein Politiker mit Charakter und Format gesagt. Helmut Schmidt. Und er würde sich im Grabe umdrehen, wenn er sehen würde, was hier abläuft. Was man mit den Bürgern macht, was man mit diesem Land macht. Wie kann es denn sein, dass in unserem reichen Land alte Menschen, die unser Land aufgebaut haben, alte Ware oder abgelaufene Lebensmittel aus dem Mülleimer klauen? Klauen, muss man schon sagen, weil das ist eine Straftat. Du musst euch mal vorstellen, sowas wird sogar bestraft. Oder wie kann es sein, dass sie Flaschenpfand sammeln müssen? In so einer reichen Gesellschaft, ja? Wie kann es sein, dass Kinder in unserem Land immer noch hungern? Und wenn denn Menschen über Probleme reden und Missstände, die wir haben, reden, werden sie diskreditiert, werden durch den Dreck gezogen, als Nazis, Querdenker oder sonst wie bezeichnet? Ein großes Fuck you an euch alle. Wer Missstände und Probleme totschweigt, der hat in der Politik nichts zu suchen. Und Herr Scholz weiß nicht mal, was der Liter Diesel kostet.
Ist ihm auch scheißegal. Er fährt ja nicht den fetten Benz und der tankt ja auch nicht.